Hannibal steht vor den Toren. Obwohl der karthagische General und seine wilden Söldner nicht schlagkräftig genug sind, um Rom selbst einzunehmen, haben sie die italienischen Gebiete in Brand gesetzt und jede Legion besiegt, die gegen sie in den letzten 10 Jahren ausgesandt wurde. Jetzt berichten uns Spione, dass Hannibal seinen Bruder Hasdrubal aufgesucht hat, der uns in Hispania durch die Finger schlüpfte und wie Hannibal ebenfalls die Alpen überquerte. Falls es Hasdrubals Armee gelingt, sich Hannibals Armee anzuschließen, würde Rom mit Sicherheit gegen die barbarischen Karthager fallen. Gehen Sie nun, Konsul von Rom, entzweien Sie unsere Feinde und besiegen Sie sie. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Age of Empires, immer noch in der Aufstieg-Rom-Kampagne. Und wir sollen jetzt Hannibal endlich den Gnadenstoß geben, nachdem wir uns ja letzte Folge schon mit ihm, also mit der von ihm angezettelten Rebellion beschäftigt haben. Vernichten Sie die beiden karthagischen Armeen oder errichten Sie ein Wunder? Ah, ich glaube, Weltwunder ist so die Taktik, die ich am liebsten fahren würde, aber mal gucken. Befreundete römische Dörfer befinden sich über den Flüssen. Sie werden Ihnen helfen, wenn Sie sie finden. Über den Flüssen, okay, gemerkt. Hannibal hat einen Brückenkopf im Osten. Ein aggressiver Angriff auf diese Basis wird Ihnen mehr Platz und Zugang zu weiteren Ressourcen verschaffen. Okay, im rechts von uns will ich als erstes angreifen. Die seichten Gewässer sind eine wichtige strategische Position, die sie halten sollten. Okay, Geschichte. Trotz erfolgreicher Siege über die Römer zu einem frühen Zeitpunkt seines Feldzugs fehlt es Hannibal an Belagerungsausrüstung und Truppen, um Rom selbst einzunehmen und den Krieg zu beenden. Die Niederlage von Karthagos Verbündeten Syrakus im Jahr 212 vor Christus und karthagische Rückzüge und Stillstände bei Tarentum, Capua und Beneventum in Süditalien im gleichen Jahr schwächten Hannibals Position und reduzierten seine Truppen, die hauptsächlich aus iberischen, gallischen und numidischen Söldnern bestand. Eine rivalisierende politische Fraktion in Karthago, angeführt von Hanno II., dem Großen, war von Anfang an gegen den Krieg und verweigerte es, Unterstützung bereitzustellen, was als persönliche Rache gegen einen überambitionierten Hannibal gesehen wurde. Was die karthagischen Führer als Unterstützung für den Krieg zur Verfügung stellten, wurde nach Iberien geschickt, wo Karthago beträchtliche kommerzielle Interesse verfolgte. Glücklicherweise für Hannibal trat sein Bruder Hasdrubal in den Krieg gegen Rom ein. Im Jahr 207 vor Christus marschierte Hasdrubal mit einer frischen Armee von Iberien aus über die Alpen, genau wie Hannibal es 10 Jahre zuvor trat. Die zwei Brüder hofften, dass ihre vereinten Armeen stark genug sein würden, Rom zu erobern. Während Hannibal gegen den römischen Konsul Claudius Nero bei Gumentum in Süditalien kämpfte, überquerte Hasdrubal den Fluss mit Taurus und hunderte Meilen weiter nördlich und bewegte sich auf die Legion des zweiten Konsuls Marcus Livius Salinator zu. Hasdrubal schickte Boten mit seinen Plänen zu seinem Bruder. Diese wurden jedoch unterwegs von Claudius Nero gefangen genommen. Nachdem er erkannte, welche Gefahr eine Vereinigung der beiden Armeen darstellen würde, marschierte Nero schnell mit einer Abteilung seiner Armee nach Norden und erreichte Livius Lager bei Nacht. Am nächsten Morgen, als die römischen und karthagischen Armeen sich zur Schlacht bereit machten, realisierte Hasdrubal, dass die römische Armee über Nacht verstärkt wurde. In der Annahme, dass er nun 2 Armeen gegenüberstand, zog sich Hasdrubal in seine Befestigungen zurück. In dieser Nacht führte Hasdrubal seine Armeen aus dem Lager, mit der Absicht, den Fluss zu überqueren und sich eine vorteilhafte Position zurückzuziehen. Möglicherweise von seinen Führern verraten, suchte der karthagische General vergeblich nach einer Furt, um den Metaurus zu überqueren. Da die Karthager nun mit dem Rücken zum Fluss standen, griffen die Römer am nächsten Morgen an. Hasdrubal wurde getötet und seine Armee vernichtet. In einem wenig ruhmreichen Akt brachte Claudius Nero Hasdrubals abgetrennten Kopf nach Süden und warf ihn in Hannibals Lager. Okay. Nero scheint für Blut zu stehen. Okay, da wollen wir auf jeden Fall erstmal angreifen gehen. Und Dorfbewohner spammen.
So, im Moment brauchen wir eigentlich nur Holz. Okay. Ah, der wird sterben. Der Typ. Aber wir haben uns ganz gut behauptet. So. Dorfbewohner werden ausgebildet. Wir haben hier nichts, was ich groß ansonsten halten wollen würde. Aber Nahrungsproduktion brauchen wir auf jeden Fall mehr. Der kann den einen Typen dann noch töten. Der Speer. Das sollte er ja hinbekommen. So, währenddessen erkundet er für uns aber auch gleichzeitig die Karte weiter. Das ist ganz gut. So, ihr beiden baut euch auch Felder. Du gehst noch Holz hacken. Währenddessen gucke ich mal, was hier. Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Okay. Das heißt aber, ich will da auf jeden Fall mich verteidigen. Das heißt, ich werde da gleich Türmchen hinbauen. Und hier will ich nach Osten mich ja erweitern, laut den Tipps. So, noch zwei Holzhacker. Nahrung. Erstmal meine Breitschwertkämpfer entwickeln. Nächste Zeit wollen wir auch. Hier ist eine Lagergrube vom Roten. Von Hannibal. Ah, okay. Der hat da auch eine Armee stehen, denke ich mal, aber Türme vor allem. Okay. Soweit, so gut. So, dann noch drei Dorfbewohner. Bitte. Danke. Das ist schon genau, was die machen. Einer geht noch Gold sammeln, einer geht Steine sammeln. Und dann der, der nichts von all dem macht, der baut hier zwei Türme hin. Und dann baue ich danach auf die andere Seite auch noch zwei Türme. Soweit, so gut. Abwehrturm entwickeln natürlich. So. Einen Turm baue ich jetzt dahin und einen noch da unten hin. Und dann sollte ich erstmal Gold sammeln. Und dann werde ich hier im Osten relativ früh angreifen, denke ich. Ja, das Gold, was wir sammeln, werde ich jetzt gleich erstmal für die Eisenzeit benutzen. 800 brauchen wir, das ist nicht wenig. Das ist überhaupt nicht wenig. Deswegen werde ich jetzt gleich auch erstmal noch einen Marktplatz bauen, dann danach, weil es dauert ein bisschen, bis wir die Steine haben. Breitschwertkämpfer haben wir schon mal. Kann ich auch noch upgraden, aber erstmal möchte ich in die Eisenzeit. So, komm, mach den Turm fertig. Perfekt. Was sind das eigentlich? Sind dies auch Römer? Oder als was sind die markiert? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ach, wir haben schon einen Marktplatz. Ja, dann. Baust du mir noch einen Turm dahin? Dann habe ich schon zumindest die Seite hier ganz gut gesichert. Und erstmal hätte ich gerne das Rad erfunden. So, die Hälfte des Goldes, das wir brauchen, haben wir auch schon. Wenn der da fertig ist, gibt es noch genug Türme, die er sonst bauen kann. Ich möchte dann nämlich
hier vielleicht sogar drei Türme bauen, wenn ich die Steine dafür zusammenbekomme. Okay, soweit so gut. 410 Gold. Es wird doch langsam. Sollte halt auch möglichst früh da angreifen gehen. Ich gehe mal schon mal darüber. So, ich möchte auf jeden Fall die Langschwertkämpfe haben, bevor ich da angreife. 80, perfekt. Brauche ich erstmal einen Turm hier hin. Ich brauche hier so drei Türme hin, damit ich den Bereich hier auch noch abgedeckt habe. Das sollte sich als vorteilhaft erweisen. Nahrung sammeln wir ganz gut, aber brauchen wir auch 1000. Also werden noch zwei Felder auf jeden Fall nicht schaden. Ja, soweit so schön. So, Feld. Das Upgrade hier könnte sich auch lohnen. Das Holz-Upgrade werde ich mir auch noch holen. Das dauert eh, bis wir das nötige... Warum kannst du hier kein Feld bauen? Ist denn im Weg? Okay. Keine Ahnung. Warum ich da unten keins bauen darf. So. Ein paar Steinchen brauchen wir noch. Gib mal deine ab, dann haben wir genug. So. Und jetzt baust du hier noch einen Turm. Dann sollten wir fürs Erste ganz gut abgesichert sein. Okay, das Holz-Upgrade holen wir uns später, weil wir jetzt erstmal Nahrung sammeln müssen. So, und ich werde jetzt meinen Speer opfern, glaube ich, und mal erkunden, was hier auf Hannibals Seite so auf uns wartet. Wir könnten natürlich auch ein Weltwunder bauen. Ah, das ist schwieriger. Der hat auf jeden Fall viel Gold hier. Das heißt, ich möchte mich hier auf jeden Fall... Der hat eigentlich gar nicht viel. Ich gehe mal ein bisschen seine Dorfbewohner nerven. Und schicke die alle, glaube ich, mit dem Angriffsbefehl hier einmal durch. Das ist zwar meine Armee, aber wir haben jetzt ja mittlerweile ein paar Türme, die das, die Verteidigung für uns übernehmen können. Und sind auch gleich in der Eisenzeit. Okay, die haben eben noch einen Turm. Ich lass die mal den Turm umlaufen und schick die direkt in die außenrum in die Innenstadt. So, dahin. Wir dürfen dann da ein bisschen Spaß haben. Und zwei Bronzezeit, was wir haben? Wir haben noch nicht zwei Bronzezeitgebäude. Haben wir denn noch nicht? Hier ein Regierungsgebäude und eine Akademie. Bauen uns das mal. Währenddessen, dann kann ich hier Schuppenpanzer entwickeln. Ah, der hatte doch ein bisschen Armee. Jetzt werde ich natürlich angegriffen, weißt du? Toll. Bringt sie zu den Türmen. So. Zombies.
Okay, komme ich jetzt in die Eisenzeit? Immer noch nicht. Naja, ich kann mir auf jeden Fall 2 neue Dorfbewohner noch ausbilden. Okay, das wird da hinten doch ein bisschen schwieriger. Der hat ja meine Soldaten recht gut wegrasiert. 400 Gold kriegen wir noch zusammen. Geh doch jemand anderem auf die Nerven. Ich hätte die Soldaten da. Ich habe nicht erwartet, dass der es schafft, die abzuwehren. So, nicht genug Nahrung, ja, war klar. So, den müsste er aber hinbekommen, oder? Ja. Sehr gut. Jetzt greift mich der Rote an. Ich glaube, ich werde das nochmal neu starten müssen. Obwohl, es ist nur der eine, ne? Oh, jetzt kann ich endlich in die Eisenzeit. Na, Halleluja. So. Der wollte da einen Turm hinbauen? What the fuck? Ich guck Nahrung. So. Der will ja ernsthaft einen Abwehrturm hinbauen. Das fällt ihm ein. Ja, ich werde das Szenario, glaube ich, nochmal neu starten. Das geht mir jetzt hier alles mega auf die Nerven. Meine Armee hier zu töten war ein Riesenfehler. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der es schafft, sich gegen die zu wehren. So, 8 ausbilden. Ihr alle geht Holz bauen. Ich gönne mir noch nicht das Upgrade. So. Ich muss jetzt ja auch deutlich weniger erkunden. Ich weiß ja, wo ich hin will und was ich vorhabe, aber ich werde jetzt meine Armee nirgendwo sinnlos verdampfen gehen. Und ich schicke meine Goldabbauer auch eher los. Es ist halt nervig, von zwei Seiten angegriffen zu werden. Und das die Armee, die ich am Anfang hatte, einfach verheizt zu haben. Für nichts. Die haben ja gar nichts erreicht. Ich wüsste aber auch gerne, woran die so schnell gestorben sind. Alle an dem einen Hopliten, den die hatten. So. Zack, zack. Nahrungsproduktion auf Maximum hochkurbeln. So, du baust mir einen Turm hierhin. Ich entwickle währenddessen die Türme auch schon weiter. Nicht genug Nahrung, 120 Nahrung kostet das. Dann bauen wir weiter Felder. Jetzt können wir die Abwehrtürme entwickeln. Der nächste wird zum Steineklopfen verdonnert. Der danach kommt,
baut sich noch ein Feld. Als nächstes mache ich das Rad. So. Entschuldigung. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall deutlich schneller als eben. So, ich werde auch noch mehr Dorfbewohner holen. Einen weiteren Holzabbauer. Du baust mir in der Zeit ein Regierungsgebäude, das werden wir benötigen. Und eine Akademie, das Regierungsgebäude allerdings als erstes. Über den Fluss finde ich wohl noch irgendwelche Leute von mir. So, zack, ich kann noch einen Abwehrturm bauen. Mache ich auch direkt mal. Zack. Okay. Wir sind viel, viel schneller unterwegs. Das Rad kann ich schon mal erfinden in der Zeit. Das Feld-Upgrade kann ich mir auch gönnen. Wir haben eine ganz gute Felderproduktion hier. Dann gönne ich mir noch einen Dorfbewohner. Um einen noch. Der wird auch Nahrung machen. Ja, ich denke schon. Du baust dann auch auf jeden Fall da oben weiter, dass wir unsere beiden Gebäude bekommen. So. Weil Nahrung werden wir noch ohne Ende benötigen. So, komm, fertig werden hier. Perfekt, der geht auch direkt weiter bauen. Da sehen wir die schon in Aktion. Schuppenpanzer kann ich entwickeln. So, dann die besseren Felder. Zwecks Holz sparen. Logistik werden wir uns auch holen, weil ich diesmal nicht auf Centurios, sondern auf Legionen gehe, damit wir mehr Einheiten haben. So. Sieht ganz gut aus. Ich habe hier gerade irgendwo einen Bogen gehört. Schafft das? Ah, das sieht gut aus. Perfekt. Dann gehst du jetzt hier rüber und baust hier Türme hin. Erkunde den Bereich hier eben schnell. Einfach damit wir ihn haben. Okay, so weit, so gut. Nahrung sammelt sich. Da wir aber schneller Nahrung als Gold sammeln, kann ich auch eben... Ach, guck mal, der hat sogar diesmal geschafft, den komischen Typi zu killen, der wegrennt. So, sobald wir jetzt... jetzt werde ich auch erstmal keine weitere Nahrung ausgeben. So, der baut die Türme weiter. Das ist unser Baumeister hier. Ich baue auch diesmal wieder drei Türme. Ich baue aber einen hier oben drauf, dass der näher auch noch an meinen Feldern ist. Und eventuell werde ich hier auch noch einen Turm hinsetzen. Falls wieder irgendwelche Kamelreiter meinen, einfach durchlaufen zu müssen. So. Das hier für 50 kann ich mir auch gleich gönnen. Als wir auf 850 kommen, gönne ich es mir, bevor wir den Zeitsprung machen. Und wenn wir vorher... Aber ich glaube, das sieht so aus, als würde es genau passen.
dass wir genau Nahrung und Gold gleichzeitig weit genug sind. So, der eine, der nichts zu tun hat, kann jetzt hier noch kurz ein paar Häuschen bauen. Dass wir auch die Maximalbevölkerung benutzen können. Ja, wir werden jetzt auf 800 Gold kommen und jetzt auf 1000 Nahrung. Oh, ist das schön. So, bevor du weiter mit den Häusern machst, allerdings hier noch den Turm hin. So, einen Tempel werden wir auch noch benötigen. Kann ich auch schon mal in Bau geben. So, der hat erstmal genug zu bauen. Haben die 50 voll, also Breitschwert entwickeln. Das hier müssen wir auch noch haben, 120, 180 Gold. Das wird allerdings recht teuer werden. Ich höre hier ab und zu immer irgendwelche Bögen ballern. Sind das meine Türme? Naja, dafür, dass die Türme der Römer halt so günstig sind, ist recht praktisch. Dann kann man mit wenig Steinen viele Türme bauen. So. Ja, der kommt hier einfach nur mit einem Speer. Das darf er gerne machen. Der stirbt schnell. Ah, jetzt kommt er mit mehr. Alles Fernkämpfer. Und die können nix. Na, lass die in Ruhe. Die Türme machen das schon. So. Okay, wir sind fast in der Eisenzeit. Werde ich auch erstmal die Langschwertkämpfer entwickeln. Weil das Upgrade bringt uns mehr als die Upgrades der Lagergrube. Und kostet auch nicht ganz so viel. Fanatismus brauchen wir für 150 auf jeden Fall. Muss ich gucken, ob ich das jetzt schon mache. Ne, jetzt werde ich das noch nicht machen. So, du baust mir dann auf jeden Fall hier noch einen Turm in meine Verteidigung rein. Mitten rein. So. Okay, guck mal, jetzt kann ich mir nämlich die Kamelreiter abfangen. Und gleich haben wir auch Langschwertkämpfer. So, der wird mir auf jeden Fall noch eine zweite Kaserne bauen danach. Sobald er mit dem Turm fertig ist. Guck mal, jetzt sterben die hier alle recht easy. Das gefällt mir doch. Aber ich möchte Hannibal angreifen. Was will der hier bauen? Eine Akademie. Warum? Lass mich in Ruhe. So. Muss hier irgendwo einen, genau, Typi haben, der nichts zu tun hat. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Der wird jetzt anfangen, hier eine Armee hinzubauen. Na toll, jetzt kommt er von der Seite. Junge, nerv doch jemand anderen. So. Danke. So, jetzt stelle ich hier oben meine Armee hin. So. 4,
3, 4, 3, 4. So, den geht so an sich schon recht gut. Wie sieht's aus? Ich brauche noch 2 neue Holzabbauer. So, 4, 4, 5, 5. Und dann plus 2, dass die ein bisschen mehr aushalten. Du baust hier oben, weil die jetzt scheinbar ganz gerne hier oben angreifen, baust hier oben noch 2 Türme hin. Damit seine komischen Kamelreiter jemand anderen nerven können. Und was machst du eigentlich? Bau dir halt noch ein Feld. Keine Ahnung. So, du gehst zu den anderen. Kann der aufhören, hier die ganze Zeit zu versuchen, eine Akademie zu bauen? So, ich sammle hier langsam meine Armee. So, ich brauche dringend neues Gold. Deswegen werde ich jetzt auch schon zum Angriff übergehen und einfach sagen, walzt ihn platt. Erstmal natürlich gegen die Türme, da teile ich meine Armee auf. So, und dann mit Angriffsbefehl nach hier. So, perfekt. Fetzt ihn weg. Weltwunder bauen ist, glaube ich, nicht die beste Taktik, die ich hier fahren kann. So, hier kommt noch ein bisschen Ergänzung. Das sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Rote mich nicht mehr angreift. Wir haben jetzt hier so viele Türme stehen. Brauche noch einen hier hin. Ihr beide könnt den Turm eben reparieren. Wer sonst nichts zu tun habt. Okay. Das sieht aus, als würden wir ziemlich gut gewinnen. So, ihr beide geht hier hin. Baut einen Turm und vor allem eine Lagergrube. So, der Hannibal ist Geschichte. Ich gedacht, dass seine Armee eher fällt. Eigentlich war es ja scheinbar geschichtlich so, dass der andere eher gefallen ist. Ich werde jetzt hier auch mit sehr gut. Wir müssen allerdings natürlich einen vollständigen Sieg davontragen. Jetzt haben wir auch wieder Gold, das heißt, ich kann das Gold, was wir haben, ausgeben. Für Entwicklungen. Hier oben sollten wir eigentlich recht sicher sein. Ah, da kommen noch ein paar. Und er will mich unbedingt angreifen, scheinbar. Ja, aber damit werden auch die beiden Türme fertig. Die paar Einheiten kann er gerne benutzen, um mich anzugreifen. Das wird ihm alles nichts mehr nützen. Der ist Geschichte. So, jetzt brauchen wir 150 Gold.
Tschüss, Kavallerie. Okay. Dann würde ich sagen, die ziehen sich erstmal wieder zurück und ich nehme mir... Du hast auch nichts mehr zu tun. Ja, dann gehst du einen Turm bauen und danach Gold abbauen. Und ich hätte gerne einen Speer wieder. Oder ich habe doch noch einen, perfekt. Ich möchte hier ein bisschen erkunden, was ich mir sonst noch so snacken kann. Der Rote ist nämlich noch nicht hinüber. Irgendwie... Irgendwas fehlt noch. Frag mich halt, war das nur ein Vorlager? Weil... Da hinten müsste es noch eine Kaserne geben, weil von daher ein Axtkämpfer gekommen ist. Aber finden wir es heraus mit unserem linken Speer. Hier ist noch mehr Gold, das sieht man gerne. Ah, und hier ist noch eine, noch ein Stall. Den möchte ich natürlich nicht da stehen lassen. Da ist auch noch eine Kaserne. Aber ansonsten nicht mehr viel, oder? Die Legionen werden es richten. Da ist noch ein kleines Schiffchen. Ein Hafen. Das ist natürlich gut. Wenn er aufgibt, könnte ich mir vom Hafen Gold holen. Ah, hier ist noch mehr. Noch ein Hafen. So, der hat da zwei Triremen. Ah. Na, da schau mal einer, guck. Ja, direkt einen Abwehrturm gebaut. Okay, ich weiß Bescheid. Problem an der Sache, wir haben den Galeeren nichts entgegenzusetzen. Das heißt, ich brauche tatsächlich einen Hafen. Hafen. Wollen wir ganz schnell hier einen hin. An dem entwickeln wir unsere Einheiten hoch. Das heißt aber auch, ich brauche die Armee weiterhin hier in der Region. Ich möchte das möglichst schnell zu Ende bringen. 500 Gold, Fanatismus, das Bronzeschild für unsere Legionäre. Und jetzt geht wieder die Feldaberntreihenfolge los. Ich würde gern versuchen, ob ich... Ja, da unten werde ich keinen Hafen bauen können. Wo ist mein Speer? Der könnte mal rausfinden, ob es in die Richtung irgendwas Interessantes gibt. So. Und ich upgrade in der Zeit meine Schiffe und baue noch einen zweiten Hafen, an dem ich schon anfange, Einheiten zu produzieren. So, 1400, 600 Gold. Das müssten wir einigermaßen schnell zusammenbekommen, wenn ich nicht weiterhin Gold für Mist ausgebe. Das Schild werde ich erstmal lassen. Weil wir im Regierungsgebäude noch uns Upgrades holen können, und zwar Ballistik. Dass unsere Schiffe und unsere Türme besser treffen. Jetzt greift der Gelbe von der Seite an. Kann sich auch nicht entscheiden, von wo er aus er angreifen will. Okay. Aber das ist erstmal kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schiffe. Und denen werde ich gleich den Angriffsbefehl auf die Hannibals Hauptbase geben. Brauche ich hiervon irgendwas? Eigentlich nicht. 1400, 600 Gold haben wir bald. So. Gehst du jetzt mit Gold abbauen?
Ihr baut hier alle weiter eure Felder auf. Ich baue meine Galeeren. Hol mir auch jetzt das Handwerkskunst-Upgrade. Eventuell werde ich ja doch noch eine Helepolis brauchen. Und Legionen-Upgrade. Und natürlich Logistik. Gold kostet das wieder. Ein Glück, dass ich den einen Turm hier in die Basis gebaut habe. So. Na komm. Zack. So, perfekt. So, die zwei Triremen sind gleich fertig. Das sind aktuell noch Langschwertkämpfer. Die können sich schon mal in die Richtung hier und schon mal das Ding da kaputt machen. Währenddessen warte noch auf die beiden Triremen und dann gehen wir los. Dann muss ich gucken, dass ich irgendwie auf die andere Seite komme. Weil die Schiffe würden ansonsten meine Legionäre einfach töten, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun kann. Und warum baust du da Holz ab? Hier bau hier eine neue Lagergrube hin. Beziehungsweise einen Turm baust du da vorher noch hin. Sag mir nicht, ihr könnt da nicht durch. Oh nein. Finden die irgendwie einen Weg hier hin? Ach, guck mal, die können doch da durch. Okay, ich hab's auf jeden Fall verstanden. Ich möchte... Warte, gib erstmal dein Gold ab. Und dann will ich gucken, dass ich hier irgendwo einen Hafen hingebaut bin. Ich habe nicht mehr genug Steine. Die kommen da aber auch nicht wirklich durch. Okay, ich fahre ein Stück zurück. Ein Stück nach vorne. Dann können wir wenigstens den Kriegselefanten angreifen. Was? Jungs? Hier läuft ein Kriegselefant, Amok? Hallo? Würdet ihr den bitte töten? Hier richtig reingehauen. Okay, ich sehe schon. Ich will erstmal mich um den Gelben kümmern. Geht hier mal ein bisschen auf Erkundungstour. Das ist so dämlich, dass jetzt meine Schiffe hier festhängen. Sie können die Roten auf dem Weg in meine Base nerven. So. Jetzt baue ich hier mal richtig Armee. Aber ich brauche halt irgendwas gegen die Schiffe. Werde ich mal mit einem Schiff in die andere Richtung erkunden. Erectus, evil,
So. Und du gehst mal gucken. Hier habe ich zwei Häuser gefunden, einen Marktplatz, einen Kornspeicher. Großartig. Dann fährst du mal nach hier oben durch. Bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wie mir scheint. Das Eisen, das Schild kann ich mir noch holen. Der hier schickt wieder Mist in meine Richtung. So. Hätte ich das mal eher gewusst, dass ich da nicht durchkomme. Jetzt habe ich total viele Ressourcen verschwendet, um eine Armee aufzubauen, die mir tatsächlich nichts bringt. Ja. Wow, ein Lebenspunkt. Dein Ernst. Brauche ich eine Trireme in die Richtung. So. So. Ich werde jetzt einfach dauerhaft nach oben angreifen gehen. Den gelben kaputt machen. Für den roten muss ich mir was anderes einfallen lassen, weil dieser Engpass hier echt ein Riesenproblem für mich darstellt. Mal hier ein bisschen erkunden. Mehr Gold, alles Mögliche. Da kommen Elefanten. Aber die Sache ist halt, ich habe das Gold, um die richtig zu spammen, die Legionen. Oh, ich habe nicht mehr das Gold, aber können es uns holen. So. Mit dir los? Warum greifst du nicht mehr an? Geht mal in die Richtung angreifen. Wir haben hier auch schon wieder eine neue Armee. Greife ich ihn einfach dauerhaft an. Dass er nicht die Zeit bekommt, sich zu regenerieren. Was ist mit dir los? Und gegen den roten? Keine Ahnung. Wenn ich den gelben platt habe, kann ich vielleicht da auf der anderen Seite irgendwo Zeug ausbilden. So, sorge ich mal dafür, dass meine... Nein, das kostet 100 Gold. Okay, dann mache ich das nicht. Ja, sterben auf jeden Fall auch ganz gut Einheiten von ihm. Ärgert mich so unfassbar, das hier. Und solange der es weiterhin da oben lang versucht. Die haben sich wieder ineinander festgepackt. So. So, die eine Trireme geht auf jeden Fall hier in die Richtung und muss die Trireme töten, die
von mir angegriffen wurde. Die haben hier auf jeden Fall schon ordentlich aufgeräumt. Und jetzt werden sie noch ordentlicher aufräumen. Hier ist irgendwo eine Trireme, die bekehrte Trireme. Die muss ich zerstören. Wo werde ich angegriffen? Hier sind vom Gelben irgendwelche Kurzschwertkämpfer, die können von mir aus gerne da bleiben. Die stellen absolut keine Gefahr dar. Was eine Gefahr darstellt, ist... Der da. So. Den erstmal wegmachen. Das Gute ist, diese Priester, diese Kriegselefanten sind sauteuer. So, schön weiter Legionen ausbilden. Zack. Nahrungsproduktion darf natürlich auch nicht versiegen. Ich verteidige hier mit richtig wenig Einheiten nur. Und beim Gelben sind wir jetzt fast durch. Er greift schon mit Speeren an. Mit den Priestern kommt er zu spät. Dann töten wir tatsächlich doch erst Hasdrubal und dann Hannibal. Weil hier kommt jetzt eine Armee nach der nächsten hinterher. Das ist halt das Gute an den Legionen. Die sind billig, schnell zu produzieren und fressen nur eine halbe Bevölkerungseinheit. Das heißt, man kann von denen auch ohne Ende welche haben. Solange man Gold hat. Aber mit den ganzen Goldminen hier werden wir noch eine ganze Weile lang weitermachen können. So, der denkt jetzt, hu, puh, Angriff abgewehrt. Und jetzt denkt er sich, auch nö, da kommen direkt die Nächsten. So, das schön auf 20 halten. Können wir noch irgendwas... Nicht zu weit rangehen. Den Roten zum Glück ziemlich schwer geschwächt. So, eine Trireme ist kaputt, eine neue Trireme kommt nach. Die beiden dürfen nach unten gehen. So. Ich werde da mal wieder mit einer größeren Armee reingehen, deswegen warte ich jetzt gerade kurz. Dass ich hier ein bisschen was produziert habe. Ich meine, ich müsste seine Produktion, ja, es sind so viele Dorfbewohner von ihm gestorben. Das sollte seiner Produktion nicht gut getan haben. Ich könnte sogar noch eine dritte Kaserne bauen eigentlich. Dass das Ganze noch schneller geht. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Der Rote ist aktuell keine Gefahr. Seine Schiffe können ja auch nicht zu mir. Wenn ich nicht zu ihm kann, kann er nicht zu mir. Positiv bleiben. So. Und du ballerst jetzt auch Legionen. Da oben sterben die ganzen. Ich glaube, der hat Nahrungsprobleme. So, und ich warte jetzt einfach, bis mein Bevölkerungslimit erreicht ist. So, bald ist wieder eine Trireme kaputt, deswegen kommt hier eine neue. Das ist richtig, ich habe hier nur diese drei Einheiten stehen. Und kann trotzdem die ganze Zeit dauerhaft gegen ihn verteidigen und er verliert ohne Ende Dorfbewohner. Weil die dauerhaft von meinen Legionen, von meinen Türmen gekillt werden. Der hat echt irgendwie Ressourcenprobleme, glaube ich. Und Kamelreiter hat er noch ein paar.
Aber die sind keine Gefahr, die können nix. Er gerade mit seinen letzten Einheiten hier quasi zum Angriff übergegangen. Naja. Wir müssen jetzt so schnell Einheiten produzieren eigentlich. Ja, der versucht's gerade. Der denkt wahrscheinlich jetzt, wo ich so viele Einheiten geschickt habe, bin ich irgendwie... habe ich Ressourcenprobleme oder keine Einheiten mehr, weil ich nichts mehr schicke? Oh. Ja, gegen den Kriegselefanten sollte ich aber ein bisschen was schicken. Der ist ein Problem. Okay, jetzt reicht's mir. Das war's. Der Kriegselefant war zu viel. Jetzt gehen die Legionen alle zum Angriff über. Habe ich hier irgendwo noch Steine, die ich abbauen könnte? Ich glaube nicht. Ist auch hinüber. Er versucht sich irgendwie einen Abwehrturm zu basteln. So, macht ihn fertig. Ich will, dass der Angriff jetzt durchgeht, dass er von diesem Angriff nichts mehr übrig ist, wenn ich damit durch bin. Bin jetzt eh jede Sekunde bei Max Armee. Der geht weiterhin schön mit seinen Hopliten meine Schlachtschiffe angreifen. Die ich die ganze Zeit easy nachproduzieren kann. Ja, aber ich bin voll in seiner City. Ich finde die beiden Kriegselefanten gut, die hier nichts machen können. Da sind Steine. Und hier sind wieder Felder abgeerntet. Sollte ich mich natürlich drum kümmern. Ja. Das war's für den Gelben. Meine Soldaten sind überall in seiner Stadt. Er war auch die größere Gefahr, glaube ich. So, und jetzt, ich schicke einfach mal so ein paar Leute zum Roten rüber. Weil die, die hier sind, die sollten das jetzt eigentlich hinbekommen. Ja, mir Bevölkerungslimit erreicht. Was machen die denn alle hier oben? Ach, das war meine... Das ist meine Rotbox-Armee. So. Die geht hier angreifen. Ach, da unten. Ich muss die Kriegsschiffe jetzt einfach ignorieren. Obwohl, ja, meine Einheiten können die sogar angreifen, solange sie auf dem seichten Gewässer sind. Ja, jetzt nicht mehr. Ich mach den jetzt einfach mit Masse platt. So, vom Gelben sollte eigentlich nichts mehr übrig sein. Obwohl, eventuell hat er sich hier hinter den Fluss zurückgezogen. Deswegen
lasse ich die jetzt einfach da rüber gehen. Gegen die Triremen kann ich nichts tun, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal da dran vorbeigehen. Weiß nicht, was mich hier noch erwartet. Aber eigentlich müsste der Gelbe hier oben noch irgendwo was haben. Der hat da unten noch ein paar Kämpfer. Hier ist ein... Hornspeicher. Der Kriegselefant kann ja auch nichts mehr groß machen. So, ihr geht dann eine Lagergrube hier oben bauen. Ah, hier sind auch noch Gold und Steine. So. Geht mal Hannibal hier zu Ende überfahren. So, ich muss mir aber irgendwas noch gegen die Schiffe überlegen. Vielleicht komme ich von hier oben auch zu Hannibal. Lass die auch mal mit dem Angriffsbefehl hier erkunden. Aber wir sollten eigentlich durch sein. Ein Wunder kann ich nicht bauen, mangels Steinen. Mal wieder. Ich brauche ein Schiff, ein Transportschiff. Wir haben hier Bevölkerungslimit erreicht, ich weiß. Brech mal hier die letzten Legionen auch ab. Ich weiß gar nicht, was ich mit so vielen Legionen noch machen soll. Weil landtechnisch haben wir eigentlich gewonnen. Dass den von den der volles Leben hat. Also dich. Lass ich mal einen Hafen. So, da oben bauen. Dann sollten meine Schiffe ja durchkommen. Ja, das hat recht gut funktioniert. Anfänglich ein bisschen Probleme gehabt, aber. Ansonsten ist hier jetzt nicht mehr viel. Eigentlich auch nichts, was uns groß gefährlich werden könnte. Unsere Legionen sind überall. Wir haben das Transportschiff. Ich habe ja eben auf der linken Seite noch ein paar der Gelben gesehen. Also ein paar Milizionäre von denen. Nein. Ich hatte ein Schiff gefunden. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Und ein Turm. Habe ich nicht genug Steine. Ist das nervig, ey. Er hatte den Hafen doch fast gebaut. Ja, komm, hier verpiss dich. Ich habe halt Angst, dass die da wieder nicht durchkommen. Ja, ihr müsst mal ganz kurz dafür sorgen, dass ich die Steine für einen Turm kriege. Der Fluss hier wird einfach nur zu Ende sein, ne? Ja. Ja, der Rote hat noch diese paar Schiffe, die mich nerven. Und der... Gelbe da hinten, die Einheiten. Die Einheiten da hinten sind kein Problem. Dass man an dieser einen Meerenge nicht vorbeikommt, das ist echt... Ich glaube, weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich würde eigentlich fast sagen, das ist nicht gewollt. Kommen wir hier? Ah, eine Lagergrube, Häuser.
Was soll ich mit so vielen Rohstoffen? So, geht mal hier durch und haut die paar Leute weg. Dann sollte Hasdrubal auch hinüber sein. So, wir haben die Steine, die wir brauchen, zusammen. Ich möchte, dass die den von ganz weit außen bauen. Diese Schiffe von ihm gehen mir so auf den Geist. Baut ihr halt da einen Turm hin. Gold brauche ich eh nicht mehr, deswegen ist es egal. Gelb hat immer noch nicht aufgegeben. Hat der denn noch was? So, eigentlich alles platt gemacht, was hier war. Mal gucken. So, Turm fertig. Jetzt den Hafen. Könnt ihr mir dieses eine Schiff irgendwie hier rüberholen? Na, scheinbar nicht. Na, dann hoffe ich einfach, dass wenn ich jetzt einen Hafen... Ich suche jedes Mal dieses Hafensymbol. Jetzt einen Hafen hier hinbaue. Ich hoffe einfach, dass das durchgeht. Weil ich einen Hafen da stehen habe und Schiffe bauen kann, habe ich gewonnen. Gegen den Roten zumindest, gegen seine Kackschiffe. Und ansonsten, keine Ahnung, wo der Gelbe noch was hat. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mit meinen Armeen hier auf Erkundungstour und finde es heraus. So, zwei Schiffe sollten eigentlich sogar fast schon reichen. So, ihr beide könnt jetzt weiter Gold klopfen gehen. Ihr seid die Größten mit euren Kackschiffen. Gleich kommen hier ein paar richtige Schiffe und dann ist aber Ruhe im Karton. So, erstmal dieses Schiff da oben. Ist mir lang genug auf die Nerven gegangen. Ach, der hat hier noch ein paar Gebäude. Der Rote, der Hannibal. Mit Angriffsbefehl nach unten. Haben wir es bald. Könnt ihr aufhören festzubacken. Ansonsten ist das Einzige, was mir übrig bleibt, ist jetzt hier kreuz und quer zu laufen und irgendwo die letzte gelbe Einheit zu finden. Falls das übrigens irgendwann mal wirklich ein Problem wird, beziehungsweise ich sammle das Zeug für ein Wunder zusammen, das kann ich auch machen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, euch beide brauche ich auch nicht mehr. Ihr könnt noch mit Steinchen holen gehen. Es sei denn, hier gibt es irgendwo noch einen gelben. Das könnte auch sein. Dann lasse ich dann meine Legion da gleich mal hinlaufen. Guck mal, der Rote wehrt sich schon gar nicht mehr. So. Meine Legionen haben nichts gefunden. Dann guckt ihr mal, dass ihr irgendwie hier oben in die Ecke kommt. Das ist so das einzige bisschen, was wir ja noch nicht erkundet haben. Obwohl, es könnte auch wieder... Der hatte der da vorne irgendwo an der Ecke welche stehen. Ich lasse einmal am Rand entlang laufen. Vielleicht finde ich da noch was. Hey, er hat sich entschieden, mich anzugreifen. Guck mal hier, ob da irgendwie
noch jemand Verehrtes steht. Nö. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier noch finden soll. Vielleicht gibt er auch erst auf, wenn der Rote tot ist. Der geht echt auf den Zwirn mit seinen Schiffen. Jetzt hat er da noch eine Feuertrireme gebaut. Er zögert das Unvermeidliche doch nur heraus. So. So, Nahrung werde ich in meinem Leben hier nicht mehr brauchen. So, aber der Rote hat auch keine Produktion mehr. Das heißt, früher oder später wird er eh nichts mehr machen können. Hier könnten noch irgendwo welche sein. Lass die mal nach hier unten gehen. Na doch, ich lass die nach hier unten gehen. Und irgendwo ist mein Transportschiff. Da ist mein Transportschiff. Da sind sogar 9 drin. Dann bräuchte ich die gar nicht. Aber die können trotzdem mit dem Angriffsbefehl hier einmal quer über die Insel laufen. Vielleicht finden sie ja noch irgendwas Hübsches. Währenddessen lasse ich die hier stehen, da die Gebäude kaputt machen. War dann einmal kurz mit meinen Einheiten weiter. In einen Stall. Nicht mehr viel Leben. Hat der hier noch irgendwo Schiffe? Ja. 2 Stück. Oh schon, gib endlich auf. Hat doch eh keinen Sinn mehr. Sonst werde ich gleich den Cheat eingeben, dass wir alle sehen können. Bevor, wenn wir das Weltwunder bauen, weil dann... Hannibal hat aufgegeben. Jetzt bitte Hasdrubal auch noch aufgeben. Komm schon. Hasdrubal hat hier noch irgendwelche... Ja, der hat hier noch Einheiten. Okay. Wir werden doch kein Weltwunder benötigen. Mein Gott. Okay, da ist noch einer. Dass man die wirklich bis zur letzten Einheit töten muss, ey. Komm. Gucken wir es uns in Trana. Hallo? Ich bin mir plötzlich nicht mehr so sicher, dass wir kein Wunder brauchen. Bewegen sich aber auch keinen Millimeter auf einen zu. Das ist in AOE 2 übrigens auch besser. Da geben die tatsächlich auf, wenn sie sehen, dass es keinen Sinn mehr hat. Guck mal, die ignorieren die Häfen sogar. Aber das Gold brauche ich nicht mehr. Die sehen, also die geben dann auf, wenn die Produktion von ihnen angegriffen wurde und sie wissen, dass man nichts mehr machen kann. Ey, da ist der letzte Kamelreiter. Er hat sich entschieden, gegen meinen Turm zu sterben. Gucken wir uns diesen epischen Kampf an. Töte ihn! Ja! Warum auch immer der die ganze Zeit umkehrt. Hau drauf. Ich könnte gucken, wie lange es noch dauert. Aber ja, guck mal, da fällt er von seinem Kamel, das ein bisschen dämlich guckt. Ihr Sieg am Fluss Taurus hat allen Römern Hoffnung gemacht,
die so lange vom dunklen Phantom Hannibal terrorisiert wurden, da sich der karthagische General in Italien festgerannt hat, marschieren unsere Legionen nun gegen unsere Feinde im entfernten Hispania. Angeführt von Publius Scipio, einem Sohn des sagenumwobenen Hauses Cornelius, haben die Legionen, die iberischen Stämme, Verbündete der Karthager besiegt. Der vielversprechende, junge General ist noch nicht zufrieden mit diesen Triumphen. Sein Blick richtet sich auf Afrika und Karthago selbst. Ja, das klingt doch gut. Diese Typen, die nicht in der Lage sind zu sehen, dass sie aufgeben müssen, würde ich gerne komplett rasieren. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Karthago vernichten. Die hoffentlich schneller aufgeben, wenn sie nur noch einen Kamelreiter haben, weil mit einem Kamelreiter wirst du nicht gegen Rom gewinnen. Ich weiß, das kommt jetzt überraschend, aber ich stelle diese Behauptung einfach mal so in den Raum. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.